Luca Hänni ist das Schweizer Messer unter den Popstars. Er kann singen und tanzen. Sein Hit You Got Me ist der Soundtrack in allen Fitnessstudios des Landes. Fitnessfan Luca wurde mit viel Training vom dünnen One-Pack zum coolen Six-Pack-Träger. Und deshalb war er sofort begeistert, als wir ihm ein Angebot gemacht haben. Er kommt heute hier ins Fitnessstudio, weil er glaubt, das neue Werbegesicht eines Fitnessverbandes in Deutschland zu werden und muss ein Casting bestehen und hat knallharte Konkurrenz. Die fitteste Frau, die ich kenne, Sarah Lombardi. Ja, bei mir läuft, würde ich sagen. Das sieht man ja. Natürlich, irgendwann muss man auch mal die Bremse einlegen. Oh Gott. Zumindest jetzt beim Luca. Ich freue mich jetzt schon so auf sein Gesicht. Ja, jetzt geht's wieder einfach. Ja, du musst ein bisschen weiterlaufen, sonst haben wir keinen Strom. Also Luca wird es nicht leicht haben, er wird es leicht schwer haben, ne? Wir werden Spaß haben. Das glaube ich auf jeden Fall. Das neue Werbegesicht drückt erstmal Erstaunen aus, denn Luca wusste nicht, dass Sarah auch antritt. Cool. Luca! Servus! Hi! Hey. Da hätte man auch sagen können. Ihr kennt es, ja, voll kennt geil. Euch, nach der Wiedersehensfreude schnell in die Sportklamotten geschlüpft und schon erklärt Castingleiter Jean-Claude, worum es geht. Wir machen verschiedene Übungen und dann schauen wir mal. Ja. Also wir suchen nach einer langfristigen Zusammenarbeit. Ja. Ist auch eine lukrative Geschichte. Wir suchen sozusagen das Fitnessgesicht für Deutschland oder auch das Paar. Das wissen wir noch nicht genau. Ne? Mhm. Also es gibt. Strengen wir uns mal an. Wie klingt das so für dich? Wenn ey, das klingt mega. Also ich trainiere gerne, mache gerne Fitness. Okay. Ich mache auch ein bisschen Ausdauer. Aber Beine sind nicht mein größter Feind, da muss ich mich immer ein bisschen überwinden. Okay, gut. Okay. Deswegen habe ich auch so Spatzenbeine. Apropos überwinden, da hast du auch Bock drauf, richtig? Ich habe richtig Bock drauf. Okay. Und du hättest auch Bock, mit Sarah zusammenzuarbeiten, könntest du dir gut vorstellen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich glaube, das passt voll gut, ne? Zuerst geht es auf den Stepper. Ihr fangt normal an zu steppen. So, und dann, wenn ich das Kommando gebe, wechselt ihr auf ein Bein. So, quasi auf einem Bein weiter. Kannte ich noch gar nicht die Übung, aber auch. Das habe ich lustigerweise einfach so manchmal aus Spaß gemacht. Echt? Also so, dann macht es sich so. Jetzt machen wir das. Auch aus Spaß. Beide Geräte werden auf Maximum gestellt. Reden wir wieder von Beinen, ne? Das ist doch der. Aber es ist. Nein, der Bergmensch. Ich gehe bis auf den Gipfel hier. Bergziege. Ja, ja. So, 200 Watt? Bergziege. Ja. Okay, okay. Dann fang mal an. 200 Watt? Für Sportskanone Luca ist das ein Spaziergang. Und für Spaßkanone Guido ist das eine Fernbedienung. Und jetzt ein Bein hoch. Neben bei der Balance. Und zack, komm. Warum bist du so schnell? So? Hast du das komm, so komm, angegeben? Komm, komm. Nee, du musst richtig so dich, ein bisschen mit den Armen auch abdrücken. Also so. Ha, komm. Streng dich an, komm. Jawohl. Und ja. Sarah, top, super. Ich check gerade nicht, wie ich da Druck drauf kriege. Naja, du hast ja vorhin schon gesagt, dass du ein bisschen Probleme mit den Beinen hast, ne? Ja, aber nee, ich krieg's irgendwie nicht hin, dass es mich da. Mach mal Stopp. Geh noch mal runter. Ich weiß nicht, wo ist das? Nee, es hat so viel gebremst beim Wiederhochkommen und ich hab's nicht geschafft, runterzudrücken. Ich glaube, wenn ich das schaffe, dann muss Luca es ja auch schaffen. Ja, ich glaube, ich habe einfach was falsch gemacht. Sehe ich auch so, ja. Soll ich mal hier hingehen? Ja, das macht ja keinen Unterschied, ne? Also, sie sind beide auf 200 gestellt, ja? Fake News? Klar, sind sie nämlich nicht. Und jetzt ein Bein hoch. Wie gibst du da so Gas? Nee, du musst richtig den Bauch richtig anspannen. Komm. Luca, was ist los? Ich kann mit meinen Beinen nicht drücken. Ach Quatsch, hör doch auf. Körperspannung, Luca, Körperspannung. Wie gehst du denn? Ich nehme halt richtig Schwung, ne? Ja, aber guck dir mein Beinchen an. Ja, ich glaube, du hast vielleicht mehr oben, ne, als unten. Also nochmal tauschen, dann läuft's vielleicht auch unten rum. Komm, streng dich an, komm, jawohl. Und ja. Sarah, top, super. Komm, komm, komm. Ich kann nicht reindrücken. Luca, komm, komm, komm. Ich gehe wirklich mit meinem ganzen Gewicht. Kannst du nicht erklären. Okay, wir brechen mal ab. Okay, alles klar. Komisch. Ich find's auch komisch. Okay, das mit den Beinen ist bei dir tatsächlich anscheinend ein Problem, ne? Kurz überlegen, ja. Boah, ey, Leute, das ist doch nicht mein Bein stirbt gerade, mein linkes Bein. Wie sagt man nochmal zu den Männern, die oben immer so breit sind, die Beine so Grashüpfer, oder? Sagt man das nicht? Nimm dir das nicht zu Herzen, Oberschenkel. Es tut mir schrecklich leid, aber ich glaube, ich habe einfach ein Bein, ich weiß nicht. Ja, weißt du, was du trainieren musst, ne? Ich will, ja. Oder mal konkret, was hast du heute Morgen gefrühstückt?
Frühstück esse ich immer so Porridge. Mache mir immer Haferflocken. Wahrscheinlich hast du es noch nicht gewusst mit den Haferflocken. Ne? Das ist ein Problem. Haferflocken enthalten Phytinsäure. Ja? Die entziehen dem Körper Kalzium und greifen eigentlich indirekt in den Muskelstoffwechsel ein. Ich habe das irgendwo gelesen. Ja. Ja, ja. Bis zur partiellen Apoptose führt das. Wahnsinn, ne? Partielle Apoptose gibt's übrigens gar nicht. Alles klar, jetzt gehen wir boxen. Für irgendwas muss das ja gut sein. So, hier sind die Nummern. Ich sag euch vorher eine Schlagkombination an. Mhm. Und dann führt ihr diese Schlagkombination aus. Und das Ganze innerhalb von 15 Sekunden muss das gemacht sein. Kombination merken, das kennt Luca von seinem Schweizer Nummernkonto. Also kein Problem für ihn. Merkt ihr genau die Zahlen, die ich dir sage? Ja. 9, 6, 9, 2, 2, 1, 10, 4, 3, 10, 9, 8, 9, 2, 3, 2, 10, 4, 4, 10. Wiederhol nochmal. 9, 6, 9. Sehr gut, weiter. 2, 2, 1, dann hört es schon knapp auf. 9, 2, 3, 2, 10, 4, 4, 10. Ja, ich mach bis dahin, wo ich kann. Auf die Plätze, fertig, los. Luca haut rein, aber wie lange, das bestimme ich. Der war falsch. 9, 6, 9, 2, 2, 1, 10. Seine ersten 8 oder waren es 80 Versuche versemmelt er, natürlich. Was ist los, Luca? Hey, wie? Pass auf, wir machen es mal. Das geht nicht in meinen Kopf. Folgendes. Ich sag dir die Zahl, du schlägst. Ja, das ist so. Gut. Ja? 9, 6, 9, 2, 2, 1, 10, 4, 3, 10, 9, 8, 9, 2, 3. Okay. Du hast doch ganz schön Gas gegeben. Naja, aber das ist ja auch Sinn der Sache. Ich auf jeden Fall. Jetzt kommt Sarah, oder wie ich sie nenne, The Brain. Auf die Plätze. Fertig, los. Das ist kein Fehler. Perfekt. Nee. Also Luca, da stinkst du gerade ein bisschen ab. Das ist mir schon voll unangenehm, wenn ich ehrlich bin. Bist du aber nicht, ist ja versteckte Kamera. Jetzt gibt's aber erstmal eine kleine Pause. Und die will Sarah nutzen, um Luca ein bisschen zu motivieren. Beziehungsweise zu verarschen, wenn sie ehrlich ist. Was mache ich? Wie kann man. Das ist voll der geile Job, wirklich. Ja, aber wann merke ich mir. Nee, ich glaube. Wann. Hast du schon mal. Also. Der stichelt mich auch die ganze Zeit so komisch an. Das wäre schon geil, wenn wir das zusammen machen. Ja, klar wäre es geil, aber der mag mich nicht, ich sag's dir. So, machen wir weiter, ja? So, ja. Ah, jetzt geht's ab, ich sag's euch. Ich nehme mein Wasser mit. Das Wasser wird er brauchen, denn auch auf dem Sitzergometer wird Luca mehr schwitzen als Sarah. Und jetzt ein Bein. Nur eins? Ein Bein, jawohl. Jetzt los. Zack. Oh, nee, das ist viel zu hart für meine Beine. Kann ja nicht sein. Nee, Luca, jetzt mal ehrlich. Tauschen bringt auch nichts, das Problem bleibt. Und ein Bein, los, komm. Vergesst es, Leute. Vielleicht liegt es halt doch an dem scheiß Haferflocken, ne? Können wir auch mal eine andere Übung machen vielleicht? Na klar. Nee, aber nicht schon wieder was mit Beinen. Nein. Du bist doch der Bergmensch aus der Schweiz. Wir machen jetzt hier Kraft. So sieht es aus, wenn Sarah einiges gibt. Und Luca alles. Nee. Ja, doch, doch, ist gut. Los, los. Ja, ich stell mir. Nein, nein, es geht nicht. Okay, also dann hab ich. So, zeig dir nochmal, wie es geht. Geh nochmal runter. Leute, das kann doch nicht sein, aber machen wir denn eine Beinwerbung? Schau dir genau zu. Auch der guten Sarah machen wir es jetzt schwer. Ach, du nimmst auch richtig viel Anlauf vielleicht, ne? Aber du, sind wir bei der schwersten Stufe, oder? Ja, aber es kann nicht sein. Guck mal,
mal, du musst es so richtig schieben. Ja, das einfach ist schieben. Das geht ja, dann. Super. Sarah, du hast super Beine, da werde ich gar nicht nee, widersprechen. Du bist echt eine Pflaume, ehrlich. Ja, zeig. Ja, so ist gut. So, du stellst wieder runter. Ja, auch nee, so komm. Vergiss es. Naja, was heißt vergiss es? Sarah kannst du auch. Hast du ja gerade gesehen. Also, Luca, ich dachte echt, du bist ein Mann. Richtiges Weichei. Hey. Wundert mich eigentlich, dass du überhaupt noch tanzen kannst, Luca. Nee, aber der hat ja gar nichts in den Beinen. Wir wollen doch eine schöne Werbung im besten Falle zusammen kreieren. Ja, schon, aber so wird es nichts. Ja, ich meine. Ja, aber wir müssen doch jetzt hier nicht solche Beine haben. Luca weiß, mit den Beinen kommt er heute nicht mehr weit. Aber eine Chance hat er noch. Beziehungsweise natürlich nicht. Ihr lehnt euch sozusagen mit dem Kopf gegen die Wand, geht zwei Schritte zurück und hebt einen Stuhl hoch und richtet euch dann auf. Ja? Kopf an die Wand, genau. So, guck richtig zu, Luca. Ja, ich guck. Richtig hochziehen. Ja. Und jetzt richtest du dich auf. Für sie kein Problem. Er hat wie immer keine Chance. Ja. Okay, also warte, ich gehe hin. Pass auf. Ich bin so. Dass du auch richtig. Und jetzt gehe ich zwei zurück. So, und jetzt so, oder? Genau, ja, genau. Ist das gut? Jawohl. So, jetzt mit dem Kopf an die Wand. Okay. Jetzt erstmal den Stuhl greifen, dann hochziehen zu deinem Körper. Ja. So, und jetzt aufrichten. Ja. Stehen bleiben. Nicht näher ran. Und hoch. Komm. Das wirst du schaffen. Luca, das wirst du doch jetzt mal schaffen. Au! Ich komm mit. Luca hat genug gelitten. Stuhl abstellen. Guido kommt. Ja, ich bin hier. Hast du das richtig gut drauf? Ja klar, haben wir alles drauf. Ist nicht nur fürs Netz, sondern auch fürs Fernsehen. Ne? Ist klar. Ja, top. Luca, herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß! Mit deinen Haferflocken, ey. Ihr seid doch der Wahnsinn. Und du bist das Allerletzte. Jara hat das super gemacht. Aber das ist super. Erstmal ein Kompliment. Du warst großartig. Lukas, so ein bisschen außer Atem, ne? Es ist oder? So viele Arten verkehrt gelaufen. Ich kann es mir noch nicht erklären. Ich habe mich so schlecht gefühlt. Ich musste immer wieder noch einen reindrücken. Wie so eine richtige Streberin, die einfach alles ja, kann und das alles hast weiß. Du super gemacht. Sehr gut. Plus, wenn euch dieser Film gefallen hat, wovon ich natürlich ausgehe, könnt ihr nach hier unten einfach klicken. Da kann man nämlich unseren YouTube-Kanal von Verstehen Sie Spaß abonnieren. Und zum nächsten Video. Mach mal eine Übung. Arm nach oben rechts, bitte. Das schafft er noch. Da oben geht's zum nächsten Video. Viel Spaß.